So, ich es wäre schon schön, jetzt mal wieder Imposter zu werden. Wir machen weiter bei Among Us. Hallo. Ja, das geht schon los. Dritter Part für diese Aufnahmesession und auch der letzte Part für diese Aufnahmesession. Wir bleiben in Polos unterwegs. Und willkommen bei Among Us. Genau. Ich bin auch wieder dabei. Richtig. Ich denke, alles auf die 88 Merch. Es sind nach wie vor alle 6 Leute dabei. Es ist niemand dazugekommen, es ist niemand rausgegangen. Wunderbar. Let's go. Schon wieder geht's los mit Among Us. Geht auf Gründe88 Patreon und reichert ihn. Windows 11 ist scheiße. Ja. So. Wäre echt mal jetzt toll, irgendwann auch mal. Ist es jemals passiert, dass ich in einer kompletten Session nie Imposter geworden bin? Doch unfassbar ist das doch. Okay, wir machen mal die ganze Ecke da drüben. Das sind ja 4 Tasks auf einen Schlag. Wir machen mal die ganze Ecke da drüben. Gefällt mir das, dass Xehan da so hinterher rennt? Weiß es nicht. Oder der rennt stabil hinterher. Alles klar. Ja, moin, das ist eine kurze Runde. Ach Leute. Ich habe Warum denn immer so schnell? Ich habe gerade gesehen, Baum, Reiche von Konten. Konterhauptmann versteht dich gerade sehr, ist extrem leise. Ja. Warum? Jetzt besser? Ja. Bisschen. Gut. Ich habe gerade gesehen, wie Nico die. Jetzt wieder leise. Es geht ab, ey. Hallo. Wurde mir gekillt, stimmt das? Ja, immer noch. Alles klar. Insofern ich, aber es kann doch nicht sein, dann muss es ein Shapeshifter gewesen sein. Du hast doch, wir waren doch bis gerade noch zusammen im Dropship und dann. So weit kann ich mich zurück erinnern. Ich weiß nur, dass da jemand rot ist. Oder was ist denn los? Ja, dann war das ein Shapeshifter, weil ich war doch gerade mit dir noch im Dropship und ich bin dann nach unten gegangen und du nach links ins Electrical. Rotet mal mich raus, danke. Wir waren doch bis gerade eben zusammen. Counter. Ja, die Sache, ich habe die ganze Zeit mit offener Karte bin ich rumgelaufen, deswegen kann ich nicht sagen, mit wem ich da rumgelaufen bin. Ja, aber... Klasse. So, Robby war bei mir ganz am Ende bei Laboratory. Aber hat jetzt nicht gesehen, wie Xehan da raus ist? Du warst doch lange in Dropship. Hat er jetzt nicht gesehen, wie Xehan da raus ist? Und dann bist du in Electrical. Und da ich das weiß, kannst du mir ja glauben, dass ich da mit war mit dir. Sonst wüsste ich, dass du so lange in Dropship warst. Das klingt natürlich sinnvoll. Das war ein Shapeshifter, der gekillt hat, weil wir uns gerade getrennt haben und ich nach unten gegangen bin Richtung Communication. Ja, es war doch ein Xehan. Wieso, was geht denn jetzt mit Nico? Hat denn irgendwer Nico gesehen? Also außer... Wieso denn jetzt Nico? Also ich habe auch dann keinen mehr gesehen, weil wir beide am längsten in Dropship waren und dann raus sind. Dann sollte mich dann auch keiner mehr gesehen haben. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber es macht nichts. Ja, jetzt bin ich... Ja, ich auch. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ich auch nicht. Ja. Ach, da jemand anders mal was. Oder ist keiner mehr hier? Robju, hast du schon Task gemacht? Warte, ich muss kurz überlegen. Ja, eine. Welchen denn? Die, wo man diesen einen Schalter drücken muss, bei wo da diese Punkte, wo da Note steht, dann gibt es so ein gelbes Lichtlein an. Ja, haut hin, der war bei mir im Laboratory am Ende. Okay, weil er den Commentast nicht gemacht hat mit dem Schlüssel, aber gut. Commentast? Also ich, also auch freies Land, I guess. Also mir ist aufgefallen, dass Rob am Anfang einfach noch rumstand. Ja, Robju hat halt den Task mit dem Schlüssel drehen. Ich meine, er kann als Shapeshifter mit Xehan. Das ist natürlich möglich, ne? Ich habe aufgeschlossen. Das ist kein Thema. Aber warum sitzt über ein Nico ging, habe ich nicht verstanden. Welche Task am Schlüssel? Hallo? Na, im Dropship, den Task, den alle haben mit dem Schlüssel. Jungs, Voted Skip. Ja. Aber hat er sich damit jetzt nicht gerade verraten, welche Task mit dem Schlüssel, den alle haben? Oh, wir haben ein Nico-Wort, okay. Das ist ja ziemlich deutlich dann. Dann ist es Robju als Shapeshifter, ja? Okay. Okay. Mich hat jetzt echt gewundert, warum es gegen Nico erstmal ging, so, hä? Der war doch da gar nicht. Also den hätte doch auch Counter gar nicht da sehen können. Es war doch
Wenn, dann war es jemand, der wie Xehan aussah. Aber doch nicht. Ja, egal. Okay. Aber das geht noch weiter. Haben wir es jetzt? Danke. Specimen noch, dann haben wir alles. Ich wollte gerade sagen, hä? Aber okay. Wird es schon mal aufgefallen? Ich weiß es nicht. So, das war's. Ja, ich würde dir gerne mithelfen. Leider geht das nicht. Oha. Die haben beide den gesehen. Und der ist da rein. Oh mein Gott, die haben... drück doch den Emergency-Knopf. Weil Nico damit safe... geht auf den Emergency-Knopf und sagt, Nico ist clear. Dann ist der nämlich schon mal raus aus der Nummer. Ja, komm, renn. Oh nein. Wow. Puh. Also Rob Jew ist es nicht. Das kann ich sagen, weil da gerade ein zweiter Nico rumgelaufen ist. bei diesem Seismic-Ding. War ich nämlich erst oben rechts, Alter, und da waren Rob Jew und ein zweiter Nico. Ah, hat er jetzt gesehen, dass Xehan sich verwandelt hat? Ob das Xehan oder Counter ist. Hat er das jetzt gefühlt? Eine Dreiviertelstunde an dem linken Alarm-Entsperrungsding gestanden. Weil kein Schwein auf dem rechten drauf gedrückt hat. Und wer war das gerade, der am Emergency-Button stand? Xehan, ne? Der hat sich verwandelt, hast du es nicht gesehen? Ich fand das gut, der hier Seismic-Dings für uns war ganz witzig, weil da oben war Nico, unten auch, und dann hab ich mich erst wegbewegt und ein Nico ist dann gewendet und dann habe ich mich erst getraut, zum Seismic-Ding zu gehen. Ja, das war ziemlich witzig. Der andere Nico. Ich war der da rumstand und sich dachte, hey, was mache ich jetzt? Wenn ja, das war ziemlich witzig. Ich kann witzig halt aus. Nur dich clearen. Das Ding ist, er musste halt abhauen, weil irgendwann ist ja auch das Shapeshifting vorbei, ne? Ja. Also ich weiß von nix. Ich hab Xehan gewotet. Ja. Und Nico, das tust du bitte auch. Nico, danke. Du musst es doch gesehen haben. Der ist vor dir, hat er sich verwandelt gerade. Warum meinst du Xehan und nicht Counter? Hat er das echt nicht gesehen. Er hat's echt nicht gesehen. Also ich finde, Rob Jew ist sehr kompetent. Das erste Mal, was heute von dir hört, Counter. Er hat's echt nicht gesehen. Boah, jetzt gibt's hier Feindschaften. Vor allem, warte mal, ich bin ja auch cleared, ne? Weil wenn zwei Nico ja, wirklich? Da waren, dann muss ja der Shapeshifter der Fake-Nico sein. Fällt mir nee, jetzt auf, du kannst ja nicht mich suspekten. Ja, okay, dann weißt du ja auch, dass es ich nicht sein kann. Dann. Richtig. Okay, also du hast Xehan gevotet. Nee, ich hab das gekippt. Also, wenn ihr euch gegenseitig cleared wollt, wurde ich jetzt Counter, oder wie? Das war eigentlich eine Frage. Counter und ich sind einig, dass Xehan der Böse ist. Und ich hab geskippt. Es ist schwierig, wir könnten auch Tars versuchen. Okay. Ich bin fertig mit meinen, aber... Keine Antwort jetzt mal als Ja gewertet. Ich muss noch in dieses komische Specimen-Ding rein, also es dauert noch, bis ich da angekommen bin. Nico Wilder, da war ich gerade. Ja, mein Gott. Ich habe gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gedrückt. Ich will Xehan. Nice. Gut. Oh, Digga. Wenn nicht, dann drücken wir Emergency-Button und versuchen noch Counter rauszuschmeißen. Ich hab gewusst, dass du auf dem Weg zu dem scheiß Emergency-Button warst. Nico, hast du nicht gesehen, dass er sich vor deinen Augen verwandelt hat, bevor du den Button gedrückt hast?
Ich war eine Sekunde zu langsam. Ich habe mich neben den Table gestellt, wollte mich wieder in Nico verwandeln und dann warten, bis Nico vorbeikommt, ihn killen und dann mich halt als Nico ausgeben für den Rest der Runde. Aber ich war eine Sekunde zu langsam, weil er in dem Moment schon neben dem Button stand. Ich hatte so Angst, dass er dich killt in dem Moment, aber stattdessen verwandelt er sich und dann drückst du den Button. Ja, weil ich wollte mich zuerst verwandeln und ihn dann killen, aber ich war einen Tick zu langsam. Ich habe nur gesehen, dass da Xehan stand. Ich habe nicht gesehen, dass der sich verwandelt hat. Ich habe überlegt, ob ich noch abhauen soll, aber dann... Ja. Also es ging gerade so dieses Ei ging gerade um ihn rum, als du den Button gedrückt hast. Das hat er wahrscheinlich bei dir nichts mehr angezeigt. Ich habe halt den Button gesehen. Wenn du da drauf drückst, ist das ja groß. Ja, und in dem Moment kam die Verwandlung wahrscheinlich. Das bei dem Seispo war dumm gelaufen, weil es gab natürlich eine relativ hohe Chance, dass du zu dem Seispo gehst, Nico. Aber ich dachte mir... Das sah super lustig aus. Ich habe bestimmt Glück und da kommt irgendwer, der nicht Nico ist. Aber das sah echt super aus, wie er so hoch geht und dann so denkt, oh shit, das ist jetzt nicht gut. Ich laufe mal hoch und runter und ich gehe mal in den Vent. Tschüss. Es ist so ein geiles Spiel. Ja. Das war schön, die Runde. Das cleart dann halt instant gleich zwei Leute. Und richtig. Das war echt nice. Es hätte halt gefühlt jeder kommen dürfen außer Nico. Aber was mich auch gewundert hat, Counter, hast du nicht, also du musst doch gesehen haben, dass du, der Kill war doch kurz bevor du mich report, also bevor du report hast, dass du meine Leiche gesehen hast, hast du Xehan nicht wahrgenommen? Nee. Ich war ein Stück zu schnell. Also er hat mich nie gesehen, glaube ich. Warst du so schnell wieder weg? Krass. Ey, Counterfall, bist der Beste. Ich hatte mich auch wieder verwandelt, Conan, hast du das nicht gesehen? Nico dann MVP, oder wie? Diese Runde war Counterfight. No. Nee, ich war tot, ich hab das nicht gesehen. Okay, ich hab dich gekillt und mich unmittelbar in Nico verwandelt und bin dann von der Leiche weggegangen und dann kam Counter um die Ecke. Deswegen haben die auf Nico ich verstehe. Yeah. Counterfight war so ehrlich verwirrt von der ersten Kill-Situation, dass der für mich direkt clear war. Ich find's gut, wenn man durch Unfähigkeit angefasst wird. Was war eigentlich mit deinem Mikro los? Das war super lustig. Ich habe keine Ahnung. Er ist auf Klo, immer noch. So, neue Runde. Gut, ja, let's go. Vorbei, Xehan ist gemutet. Ist er gerade nicht da? Wir wissen es nicht. Ja, doch. Ich mute mich immer, weil Reflex, keine Ahnung. Ach so. Ich will jetzt... Es wird einfach nichts. Es wird einfach nichts. Hä? Moment, jetzt kommt's mir ja erst. Die Aussage von Robcho vorhin, welcher Schlüsseltask, den muss er trotzdem gehabt haben. Ach, okay, auf solche Aussagen sollte man dann doch nicht unbedingt achten. Na gut. So. Tap, 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 tap. Schlecht. Okay. Jetzt ist die Frage, wer kommt hier nach? Reggie, ConanQ89, Robchu. Niemand tut irgendwas. Okay. Ich würde sagen, der Impost hatte keine Gelegenheit, etwas zu tun. Es ist nicht für ihn so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Würde ich jetzt mal sagen. Okay, Communications. So. Den einzigen, den wir jetzt nicht da oben gesehen haben, ist Nico gewesen, ne? Der ist entweder schon tot oder hatte kein Interesse, da hochzugehen. Oder war auf der anderen Seite. Das könnte natürlich auch sein. Reggie, Xehan. Wir sind zu dritt. Wo muss ich eigentlich hin? Ich laufe hier einen totalen Stuss zusammen. Scheiße. Schon wieder! Ich mache jetzt Task zu Ende. Die kümmern sich drum. Ich mache jetzt Task zu Ende. Ja, sage ich ja.
Oh ne, schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes! Und das war's. Okay, jetzt kann ich Leichen suchen. Ich gehe direkt hoch zum Seismo. Ich könnte mir vorstellen, dass da eine Leiche liegt. Es wäre sehr wahrscheinlich, durch die Geschichte gerade, dass es jetzt passiert ist. Oh ja. Okay, Counter ist dead. Oh, und da ist auch reported. Alter, wo ist der denn? Ich habe den auch die ganze Zeit gesucht. Ich auch. Ey, Nico, wo ist er? Nico hat ihn gefunden. In O2. Oh, okay. Das war schlecht. Ich war jetzt gerade bei... aus Richtung Electrical oben da runtergekommen. Also ich kann... Was haltet ihr davon, wenn wir einfach alle jetzt direkt Reggie raus? Was ich nur sagen wollte, Tasks sind bei mir komplett durch. Und wenn ich mir die Leiste oben anschaue, haben wir nicht mehr viel zu tun. Ja, deswegen meine ich ja, lass mal alle Reggie boten. Ja, stopp. Also, ich glaube, es ist Robju. Ja, sag. Nein, ich kann ziemlich sicher Robju und Nico clearen. Yes! Echt? Aber okay, ist es! Los, mach das Reggie, los! Bitte. Also es war, ich hätte eher gesagt, dass es Conan ist tatsächlich, weil ich den immer aus Richtung, weil ich den einmal von links abkommen sehen. Votet alle Reggie los, komm, halt Schnauze. Lass ihn jetzt mal ausreden. Nein! Votet Reggie! Los! Ich wurde jetzt nicht Reggie, ich hab Conan auch von links kommen sehen nach Office und das muss ungefähr zu der Zeit gewesen sein, wo Counter gestorben ist und wenn Counter in O2 lag, kam Conan aus der Richtung. Ich kam davon, ist schon ewig alt und an einer Stelle, wo er auf jeden Fall schon tot war, als ich im Vitals war, da waren halt Conan war da, Nico war da, ich war da, Xian war da. Ja, genau. Und Conan kam nämlich von links. Ich kam aus Communications, richtig. Davor war ich tatsächlich unterhalb von O2 und hab da den Müll entsorgt. Das ist richtig, dass ich da war. Einfach Reggie, Leute. Hoppe, halt mal die Fresse, danke. Also, ich bin bei Robju bin ich mir leider zu 95% sicher, dass er es nicht war, weil wir fast die ganze Zeit zusammen waren. Und bei Nico bin ich mir zu so 60% sicher, weil wir auch ziemlich lange zusammen waren. Also mich verdächtigst du falsch, aber Runde, es ist okay. Am Anfang der Runde ungefähr, wo der Kill gewesen sein muss. Dann hauen wir Conan raus und wenn das nicht ist, dann drücke ich den Button, dann ist es Robju. Ja, okay, alles klar, machen wir so. Ja, finde ich gut. Ja, okay, alles klar. Können wir so machen. Dann wurde ich den falschen raus, aber könnt ihr machen, ich bin ja eh durch, also mir ist es egal. Ich wäre eher dafür, Reggie rauszuboten, anstatt Robju, aber ja. Also in der zweiten Runde. Nein! Schade, zwei Stück. Ja, immerhin. Fast. Das war ein Fehler. Aber ihr kriegt das hin. Ja, ich habe nichts zu tun. Also literally nichts zu tun. Ich weiß jetzt aber halt auch nicht, wer es war. Okay. Scheiße, hat er mir doch noch früh gerückt. Ja, Mann. Ja. Also für mich ist die Sache klar. Also ich weiß eigentlich überhaupt nicht. Für mich ist die Sache auch klar. Also wenn ihr es wirklich euch entscheidet, mich rauszuworten. Eigentlich hättet ihr mich das voll machen sollen. Aber jetzt habt ihr jetzt gar nicht geschafft. Gut, dann. Das ist das beste Spiel ever. Ich wünsche euch viel Glück. Was? Das ist doch scheiße. Hä? Ja, ich weiß auch nicht. Okay, das muss mir nach der Runde immer jemand erklären, wie das sein kann, aber okay. Diese warten, bis der Button losgeht. Nico, kannst du mal drücken? Ich hab keinen Knopf mehr. Nico wartet auf den Cooldown. Ja. Läppisch, Alter. Ich hab gesagt, lass mich drücken, ey. Die haben echt Conan und Reggie genommen. Oh mein Gott. Das muss man mir jetzt mal erklären. Wie Nico genug Zeit gehabt haben soll, um jemanden in O2 zu killen und dann wieder zurück. Geil, Nico, geil. Das soll mir mal jemand erklären, wie das möglich war. Pass auf, ich kann dir das erklären. Ich habe in O2 gekillt und bin dann einmal um die komplette Map gelaufen und da wieder hin. Ich war eine gefühlte Stunde tot. Ja.
Ja, ja. Ach, das war ganz. Ach, hä? Aber Moment, aber wir waren noch am Anfang der Runde, waren noch Rob, du, Nico und ich die ganze Zeit am Rumlaufen. Ja, richtig, wir waren zusammen. Dann bin ich irgendwann mal darüber gewendet, hab ihn gekillt und bin dann nochmal ewig rumgelaufen. Warte. Was für ein Event soll das sein? Was für ein Event, Junge. Wo ist die Map? Wo ist die Map? Warte. Die Connor und Quetschen raus, aber geil. Und ich weiß es auch gar nicht mehr. Ich fand mich gar nicht so smart, aber ihr habt dann einfach so. Ja, ich verstehe halt nicht, wie das zeitlich möglich war. Also für mich war das. Das war eine halt Male, nicht. Keiner mich gebotet hat, fand ich. Ehrlich, geil. Hey Nico, ehrlich kannst du mal drücken, bitte? Ehrlich gesagt, ich weiß es. Ich weiß es gar nicht mehr. Was ich hab gesagt, das ist eine scheiß Idee. Das sah auch wieder zum Zuschauen, sah das sehr schön aus, wie ihr beide da steht und Cian kann nicht drücken und sagt so, ey Nico, kannst du mal drücken? Und man merkt so schon, wie Nico sich richtig freut und dann checkt Cian, dass Nico nicht drücken wird und rennt weg und Nico hinterher. Es ist erst super. Erstmal voten die nicht welche, sondern Conan, was ich schon ziemlich geil fand. Und dann voten die am zweiten Mal auch nicht mich. Richtig gutes Spiel. Ist doch egal. Nico, bitte drück da mal den Knopf. Ich hab keinen Knopf mehr, Mama. Ich bin echt fassungslos, wie das passieren konnte. Beste Runde, die ich hier gesehen hab. Das war richtig. Das ist auf jeden Fall mein Videotitel. Nico, bitte drück den Knopf. Den nehme ich. Egal, was noch kommt, den nehme ich. Der gefällt mir. Einfach nur, ein Nico, beste Runde. Ja, wie er sich noch unmutet und sagt, Nico, drück den Knopf. Aber mir klar, okay, es ist Nico. Das finde ich so geil, dass die Content genommen haben. Aber warum ihr mich rausgewotet habt, naja. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, ihr wart euch zu sicher, dass der zweite Vote sicher ist und deswegen wollt ihr so einen Scherz-Vote machen und der ist total schief gegangen. Also Conan hat nichts gemacht und kriegt 3 Votes. Ich mach brav alle Tasks, bin komplett fertig. Sag noch so, Leute, wir haben die Tasks fast durch, lasst einfach die Tasks zu Ende machen. Nein, erst hauen wir Conan raus, dann hauen wir Reggie raus und dann lassen wir uns noch von Nico umbringen. Läuft. Die Runde geht weiter und Cian kann es nicht fassen. Ich stehe richtig unter Schock immer noch, ja. Also das war meine beste Impost. Also ich kann schon mal sagen, zu diesem Video werde ich noch einen Edit hochladen. So, let's go. Ich will auch Imposter sein, ich bin die ganze Session nicht Imposter. Was ist das? Das ist wieder mal eine Runde für die Fans. Wir machen noch weiter. Okay, ich dachte, wir hören auf. Nicht mehr. Wir sind bei 22 Minuten, wir hören jetzt nicht auf. Ich bin so lange, bis Con Imposter war. Ah, das gibt's doch nicht. So. Okay. Es ist zum Zuschauen, wenn man tot ist, es ist so gut. Wenn man dann checkt, was los ist. Oh Mann. Ich habe leider nicht gesehen, wo ich hin muss, deswegen muss ich jetzt erstmal Com machen. Das ist außen! Ich krieg's. Okay. Ja, weil wir warten da gerade außen und hat dann Com okay. Ich hab niemanden. Ah, Self-Report. Nein, ich habe gerade grün da rumliegen sehen. Des Weiteren habe ich Conan Kuhn 88 in der. Wo liegt denn grün? Grün liegt in dem, da wo ich getötet wurde eben. Im O2, okay, ich bin von unten reingekommen. Da will man einmal okay, ich Internet kann wo kam, aber wo kamst du denn dann her, Counter? Ich kam von oben vom Baum. Das ist O2. Wo kommst du her? Vom Baum. Das ist O2. Also ich kann Rob Drew clearen, der war mit mir oben rechts Laboratory und dann ins Specimen rein. Nico ist unschuldig. Ja. Und ich cleare mich selber, ich habe Communications gefixt. Ich habe Counter das gerade gesagt. Du warst beim Baum und beim Baum ist die Leiche. Nein, ich war. Beim Baum war ich und die Leiche ist da, wo ich eben gekillt war. Das ist da, wo diese Flaschen, die man da reindrehen. Ach so, zwischen O2 und Boiler Room, der Raum, der kleine.
Genau, der kleinere. Ah, okay, okay. Okay. Sehr, du hast Communications gefixt, ja. Also du warst auch in der Ecke, aber na, ist jetzt halt die Frage. Glaubt ihr, dass also, Mr. Wissen to Go privat auch Among Us spielt? Entschuldigung, ganz kurz. Also um von Communications nach O2 zu kommen, hätte ich an dem vorbeigehen müssen. Da ist kein Ben, glaube ich. Ja, richtig, das stimmt schon. Ich bin noch richtig geflasht von der Runde davor. Also, Counter, könnte es sein, dass du einen Selfie-Pod gemacht hast, nachdem du gesehen hast, dass ich jetzt dazugekommen bin und gedacht hast, bevor Con die Leiche findet und sagt, ich war da dort, mach lieber schnell einen Selfie-Pod. Er hat doch gesagt, es ist kein Selfie-Pod. Ja, das sagt er natürlich alles aus. Wieso glaubst du ihm nicht? Weiß ich nicht, weil er der Einzige ist, den ich halt jetzt dort gesehen habe. Du glaubst mir deswegen nicht, weil ich so einen komischen Namen habe. Das ist natürlich auch gut möglich. Nein, Xian, wo warst du denn die Runde über? Aber ich finde 88 jetzt mehr Sass als 89, muss ich ganz ehrlich sagen. Sian, wo warst du denn bisher? Deutschland, Italien, Schweiz. Nee, also in der Schweiz war ich noch nicht so. Aber also ich war am Anfang auch bei... Ich sollte erst Colin voten, dann Reggie. War am Anfang auch bei Rob, Ju und Nico, so wie letzte Runde. Und dann bin ich zu Communications... Dann bin ich zu Communications. Ah, du hast Communications ausgemacht, okay. Ich habe Communications ausgemacht und dann kam ziemlich schnell. Hast du mich gesehen? Moment, du hast es ausgemacht? Ich wollte nämlich auch direkt zu Communications. Ich war ganz knapp da und drunter, war ich eigentlich. Und dann war es nämlich geradeaus. Hat er sich verraten? Ey, komm, das ist. Also, ich habe dich nicht gesehen, ne. Okay. Ich dachte auch am Anfang war noch jemand mit bei Laboratory, dann war das Xian, okay. Ja, dann war es einer von Conan oder Counter. Ist halt jetzt die Frage, ne. Wenn ihr drei es nicht gewesen sein könnt, war es ein Self-Report. Er hat gesagt, also, Rob, es ist kein Self-Report. Das ist auf jeden Fall klar. Keiner glaubt Counterfight, ey, frech. Ich vote Skip. Ich vote auch Skip. Ja, wir können natürlich erstmal Skip, aber Counter ist das. Ach du, das war auch, Alter. Ihr seid beide Sass. Ich will alles Sass, aber alles skippen. Frech. Ey, Counter, ich spiel für den Imposter, wenn du mich nicht killst. So. Okay, ja, ich muss da wieder rein. Es ist schon schwierig, ne? Ich komme da rein, Counter ist da und dann kommt der Report. Also hier muss das drin gewesen sein, hier in diesem Raum. Xian ist da unten immer noch am Labyrinth. Na gut, es dauert auch eine Weile. Kommt mir da gerade Counter hinterher? Dann bin ich gleich tot. Nee, Counter ist mir doch nicht hinterher. Ich dachte, es war Counter. Da? Ja, moin! Okay, Robcho, komm hier rein und ja, bitte, bitte, bitte. Danke. Conan ist tot. Dir kam Counter gerade entgegen, sag das. Der ist tot in dem langen Weg unter Laboratory. Dir kam Counter gerade entgegen. Und als ich reportet habe, kam gerade von unten rechts auch einer angerannt. Ja. Der hätte den reportet, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ich baue das. Ich kam gerade aus Specimen. Na, aber Counter aber kam dir entgegen. Ich habe ja auch gerade gesehen, wie du da kamst. Ah, okay. Nico, also, Nico Robju, wie hart cleart ihr euch von den ersten Kill? Die bitte? Ja, wir können uns für den ersten Kill clearen. Ja, vielleicht waren wir. Ist keiner von uns böse, ja. Sie haben das schon gewotet, okay. Ich habe schon einen Counter gewotet, ja. Wieso willst du einen Counter? Der ist es nicht. Ey, du. Hast du nicht gesehen, dass dir entgegengekommen. Das kann doch nicht sein. Nicht sein. Counter, was hast du zu sagen? Ich bin's nicht. Hat er gerade die Karte offen gehabt? Nicht, oder dann? Ich bin übrigens der Einzige, der hier die Emergencies fixt. Ich habe jetzt Communications und Lights wieder. Ja, aber Lights fixt ist doch völlig unnötig. Ich brauch keine. Mach ich nicht. Ja, also ich finde es komisch, dass er. Ich finde es jetzt aber komisch, dass Xehan direkt. Ich skippe. Und Counter skippt auch. Nee, ich find's nicht komisch. Oh. Ja gut. Ist das jetzt ein Skip dann? Das war jetzt ein Skip, Idioten, aber okay. Wieso ein Idioten? Ist doch alles richtig so. Ach, Leute. Was macht ihr da? Was macht ihr da für ein Blödsinn?
Aber hat Robcho das nicht gesehen? Das muss ich ihn direkt dann wieder fragen. Das, der ist doch ihm in die Arme. Okay. Okay. Das hätte ich gemacht, ja, wenn du es jetzt nicht gemacht hättest. Ich kam jetzt schon nah an den Kill-Cooldown und Counter ist mit mir nach links gelaufen und ist mir dann hinterher gelaufen, nachdem ich. Also wir sind ein bisschen gelaufen, Ich verstehe immer noch nicht, warum Xehan nicht verdächtig ist. Wo bin ich dir hinterhergelaufen, ja, muss man mal sagen. Ich kann dir sagen, was ich gerade gemacht habe. Ich wollte in diesen zu diesem Task unten bei Weapons, habe erst gedacht, der Task wäre draußen. Dann ist mir aufgefallen, der Task ist gar nicht draußen, dann bin ich wieder zurück nach Weapons rein. Und jetzt wollte ich mich gerade in den Computer da stellen. Das kann aber tatsächlich sein. Ach man, das ist doch ich kacke. Ich würde gerne einfach nur erklärt bekommen, wieso es nicht Xehan sein kann. Nee, es kann Xehan sein, aber es war halt von der ersten Runde war Xehan weniger sus und dann dachte ich halt jetzt auch, Counter ist war jetzt sus, aber wenn er, das stimmt tatsächlich mit Weapon, das kann sein. Also es kann durchaus auch Xehan sein. Ich sage, es ist Counter, weil die erste Geschichte, die Conan noch erzählt hatte, mit dass das ein Self-Report von Counter war, weil er Conan hat kommen sehen, das klang plausibel. Ja, aber ich habe doch gefragt und hat gesagt, es war keiner. Ja. Alter Robcho. Ja, also du bist für mich genauso verdächtig wie jetzt hier Counter-Fight. Ja, deswegen, was soll ich jetzt machen? Also ich bin gerade ja nicht mit euch mitgelaufen, ich bin einfach nach Specimen reingegangen, weil ich da Artefakte sortieren wollte. Und dann wollte ich wieder jetzt umdrehen quasi und zum Report-Button zurückgehen. Aber wir könnten, wobei, hm, die Tasten sind auch nur. Okay, das ist vielleicht ein bisschen schwierig dann. Also, das wäre so mein Plan gewesen. Ich wollte zumindest den Cooldown einmal nutzen, um meinen Task zu machen, wollte dann wieder zurückgehen und reporten, weil, wie gesagt, den Kill-Cooldown. Gerade so, liegt also, der ganz schön falsch, der Robcho. Ist der Kill-Cooldown eigentlich kürzer als der Report-Button-Cooldown? Nein, der Report-Button-Cooldown ist kürzer. Ja, Robcho, dann lass doch einfach jetzt. Counter ja, auswerten und. Stopp. Nuklearreaktor, also der hier, der Sabotage-Countdown. Nico, drück doch mal den Knopf, bitte. Der Sabotage-Countdown ist kürzer als der Report-Button-Cooldown. Ja, deswegen stimmt, kann man halt damit. Im Spiel gar nicht dran gehabt. Er labert jetzt wieder so viel, der hat schon 1000 Minuten jetzt gesprochen, also ich finde jetzt nicht, dass der jetzt unverdächtig ist, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich auch nicht, aber ich finde Counter. Ich weiß nicht. Ich werde weiterhin skippen. Wie gesagt, ich sage weiterhin, ich hab Communications gefixt und damit ich Reggie hätte killen können, hätte ich an Conan und Counter vorbeigehen müssen. Also ich bin es nicht. Ja, oder du hättest ihn schon vorher gekillt und bist raus und dann kamen die halt. Ja, aber das kann ja auch nicht sein, weil die ja beide von rechts gekommen sind. Es ist schon ein gutes Spiel. Also zumindest der Ja, ist okay, ich vote Counter. Also Counter, an deiner Stelle würde ich skippen. Oh, ich auch. Nee, nicht schon wieder! Du Wichser! Oh, Leute, was macht ihr? Ja, ey, Xehan ist immer noch verdächtig. Schwierig. Ich verstehe nicht, dass Robcho ihn damals nicht gesehen hat. Ich verstehe es nicht. Real Talk. Kann ich jetzt bitte dieses Wires-Ding zu Ende machen? Danke. Oh nein! Ja, eine Minute später. Jetzt kann ich zugucken, wie noch einer gekillt wird. Perfekt. So, wo ist jetzt Counter? Da ist Counter. Natürlich geht er zu den Lights. Fixt er die selber jetzt? Okay. Okay. So, da sind wir wieder. Jetzt können wir auch Tasks zu Ende machen. Jetzt ist es auch egal. Wir können auch einfach Xehan voten. Ja, der ist ein Post. Nein, ja, okay, lass Tasks machen. Stimmt, der Task. Stimmt, jetzt ist der Task runter ziemlich weit. Ja, okay, komm. Also, wenn dann skippen ja, einfach. Also, ich habe noch einen Task fertig zu machen, direkt in Office jetzt. Also, wollen wir jetzt alles skippen? Ich muss noch zwei Tasks machen, aber okay. Dann oh mein Gott, ey. Ja. Nico, drück doch mal den Knopf. Denn es ist ja auch egal, wenn ich jetzt gekillt werde, ne? Wir konnten Counter lang genug hinauszögern. Okay.
Zynisch spielt The Sims 3, zeigt es mir hier unten gerade an. Ey, warum spielt er nicht mit uns? Was ist das denn? Aber jetzt wird mir hier gleich aufhören. Jetzt brauche ich auch nicht mehr anschreiben. Yay, yeah, ich kann Kamera gucken. Oh. Nein, man sieht ja zu wenig. Oh, moin. Der Nico ist hier tot. Ja, okay. Gut, ich muss noch zwei Wires machen, aber naja. Können wir jetzt bitte Counter vorausvoten? Wieso? Oh mein Gott. Klingt gleich ein Krise, Robschuh. Alter! Ah! Junge, was? War die Lights aus oder was? Robchu, was tust du? Hä? Hey, Robchu, träumt. Nein, Counterfight! Jawohl! Ja, gut, jawohl! Die Leute wollen die Welt einfach brennen sehen. Ey! Du musst doch gesehen haben, dass er an dir vorbei ist, nachdem er mich gekillt hat. Natürlich habe ich das gesehen. Wieso sagst du es dann nicht? Pass auf. Ich habe doch vorher gesagt, wenn mich Counterfight nicht killt, spiele ich für den Imposter. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe dich nicht gekillt. Ja, danke. GG. Gut gemacht. Wow, geile Runde. Okay, wenn ich gleich Imposter bin, dann hau ich nur Rob hier raus. Und wenn ich gleich Imposter bin, dann drücke ich den Button. Also das war deine schlechteste Runde bisher. Ich werde ab jetzt in jeder Runde Robchu voten. Das war die beste Runde, die ich je gesehen habe, Mann. Oh, ich hab doch gesagt, ich spiele für den Importer. Wieso hört mir eigentlich nie jemand zu? Das hat davon, dass sie mich ständig sinnlos. Nur weil das Spiel uns vorgibt, dass es nur einen Imposter geben kann. Wir hätten ja nichts machen können, wenn du und Counter immer skippen. Ich hab vorher gesagt, ich hatte ja vorher noch gesagt, es wäre ja nicht, wenn ich gekillt werden würde. Oder, das war eigentlich ein Augenzwinkern für Counter, dass er mich killt. Alter. Aber, naja. Das dann war halt Blut. Robchu, wenn ich das nächste Mal Imposter bin, Robchu, das wird ein Blutbad geben. Ja, same. Am besten killst du mich, indem du mich als mich verkleidest. Egal wer Imposter ist, Robchu muss sterben. Weil das so geil fand, Normo. Aber das ist Imposter. Ich Imposter, ja. Dann kill ich direkt Cern, oder dann sag ich, Conan war's. Ach, verdammt, ich bin's nicht. Schade. Also, so ein Schwachsinn. Entschuldigung. Also, so ein Schwachsinn. Naja, na gut. Hat er wahrscheinlich oft genug gut gespielt, dass ich gedacht habe, jetzt kann er mal wieder reintrollen. Naja. Oh nee, jetzt gehe ich eh gerade hier runter. Eine Minute ist genug Zeit. Ich kann ja immer noch hochgehen, wenn es jetzt nicht aufhören sollte. Ja, bitte. Geht doch. Die machen das schon. So. Ist schon jemand dead? Wenn ich eh gerade hier bin, kann ich auch gleich gucken, ob jemand dead ist. Nope. Alles easy. Regi. Also Regi und Nico sind an mir vorbei. Counter ist auch an mir vorbei. Am Ende ist wirklich Robchu. Das wäre natürlich ungünstig. So, eins noch. Ah, Kanister füllen. Und dann kann ich Leiche suchen gehen.
Beziehungsweise dann kann ich ab da mithelfen, wenn Dings und so weiter. Ja, das war's. Sehr schön, wir haben alles. Dann gehe ich jetzt mal Leichen suchen. Falls wir schon irgendwo welche haben. Oder wir gucken mal auf die Kamera. Vielleicht sehen wir ja zufällig irgendwas Nettes. Hm. Oh, jetzt habe ich nicht. Jetzt hätte ich vielleicht was sehen können. Weil da war gerade ein Vent, aber ich habe nicht gesehen, ob oder ob nicht. Ob schön den Vent ist. Schade. Vielleicht ist er nämlich in den Vent gegangen. Aber ich kann mal die Lights fixen. So rum. Jo, es spricht gerade tatsächlich einiges dafür, dass Robschut zufälligerweise der Imposter ist, ne? Das wäre halt echt witzig. Alle noch am Leben. Was heißt Tasks laufen? Finde ich gut. Keiner stirbt. Wir gewinnen über Tasks. Das ist ziemlich offensichtlich. Also so viele Tasks können wir jetzt gar nicht mehr haben, die anderen. Oh! Robchu ist dead! Also Regi oder Counter, weil wir waren hier. Wir waren alle hier. Regi oder Counter. Drück ich? Soll ich drücken? Oder soll ich suchen? Wir waren alle hier. Die Frage ist wo? Da ist Regi gerade vorbeigelaufen. Xehan hatten gefunden. Ja, wow. Okay, das ist nicht lange her. Das ist nicht lange her. Und wir sind fast durch. Ja, ich komme einfach, skip. Brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Aber danke an den Imposter, dass das durchgeführt wurde, was geplant war. Ich würde auch nicht lange diskutieren. Ich glaube aber, es war Reggie. Aber ich skip. Ja, skip. Ich kann verstehen, warum. Zwei Tasks. Wer hat denn noch Tasks? Ich hab nichts mehr, ich bin durch. Ich bin schon lange durch, deswegen. Ich vor Langeweile hin und her. Ja, also Xehan, Nico und ich, wir waren gerade zu dritt bei Vitals und in dem Moment ist auch der Mord passiert. Also irgendjemand von den Lebenden noch einen Task? Und ich bin mir dann unmittelbar, nachdem der Mord passiert ist, quasi zu Specimen reingegangen und da kam mir Reggie entgegen und die Leiche lag oben bei Specimen, also an dem anderen Dekon. Dann kann es Counter nicht sein, weil Counter ist irgendwie nach oben zur Laboratory abgehauen. Das müsste die Zeit dürfte nicht bleiben, könnte nicht. Also vielleicht bin ich jetzt wieder schlecht von der Zeit her. Also meine Vermutung. Meine Vermutung ist, es war Reggie und er ist einmal durch Specimen durchgegangen, aber... Ja, klingt vernünftig. Ja, das ist verständlich. Also ich kam halt von unten. Oh, okay. Ja. Ich dachte jetzt, wir wollten Reggie dann halt nicht. Nee, warum? Wir gewinnen gleich über Tasks. Ja, klar, ist auch in Ordnung. Kein Problem. Ich hab da kein Problem mit. Achso, ich muss mich muten. Ups. Ja, genau. Aber jetzt müssen zwei Leute hoch. Sonst verlieren wir. Nico kommt hoch, Counter kommt hoch. Gott. Alle fünf zusammen. Auch nicht schlecht. Geht. Nur nicht auf einen Haufen landen, sonst sehen wir nicht, wer wen tötet. Nicht auf einem Haufen. Easy. Ich habe eine Frage. Ja. Ich war, als ich noch gelebt habe, habe ich Vitals geschaut. Und da war dann für Counterfight angezeigt, dass er disconnected war.
Was ja eigentlich heißt, er wäre tot, ne? Aber er war ja gar nicht tot. Ja. Nee. Das hat mich total verwirrt. Ich hab die ganze Zeit Toilette gesucht. Ja, ich glaube, das hat einen Grund. Ich komme nur nicht mehr drauf, was das war. Aber ich glaube, Counter, warst du Engineer zufällig? Wenn jemand als disconnected auftaucht, ist er entweder in einer der letzten Runden gestorben oder noch nicht tot. Weil er war ja also die ganze nicht, Zeit, weil Count ist ja gar nicht tot. Tot. Genau. Ich weiß aber nicht, unter welchen Umständen man als disconnected auftaucht, wenn man also aber noch lebt. Hattest du eine Rolle, Counter? Ja, bevor Robchu gefunden wurde, bin ich aus Langeweile durch die Vents durch. Ah, das kann sein. Dass man quasi, wenn man in Vents ist, dass man nicht auf Vitals auftaucht. Ich glaube, ja, das kann sein, ja. Ja, genau. Da ist die Wi-Fi-Verbindung einfach schlecht wahrscheinlich. Deswegen wollte ich wissen, ob er Engineer ist. Das Ding ist, das war halt so geil, weil ich habe auf Vitals geschaut, Counterfight ist dann für mich tot und dann sehe ich im Augenwinkel, wie oben gerade jemand Schwarzes rumläuft. Ah, Chef. Aber no. Ich war total verwirrt. Ich habe alles abgesucht nach einer Leiche. Auch. Ja, nächste Runde, komm, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, wir haben noch. Wir haben halt alle unsere Tasks gemacht und dann waren immer noch alle am Leben. Ja. Ja. Ich habe halt voll viel Zeit verschwendet, indem ich eine Leiche gesucht habe, die es gar nicht gab. Ja. Ich habe halt nur auf Robbe gewartet, dass ich ihn mal sehe. Ja, habe ich gemerkt. Du bist halt die einzige Person gewesen, die nicht bei uns war, Reggie, also bis halt am Ende. Naja, war es mir wert. Mhm. Ich habe auch überlegt, die Task nicht zu machen, wenn es länger dauert, aber komm, muss ja auch mal ordentlich sein. So, nächste Runde spiele ich wieder richtig. So, let's go. Nächste und wahrscheinlich letzte Runde. Hä? Naja, wir sind bei 46 Minuten. Okay, alles klar. Ja, von mir aus auch die vorletzte. Mir ist das egal. Ich kill direkt einen. Wir können auch bis eineinhalb Stunden spielen. Das ist ja kein Problem. Nee, ich glaube nicht. So. Ich bin die komplette Session über kein Imposter gewesen. Naja, lässt sich nicht ändern. Na! Okay. I'm sorry. So, was bist du? Ach, das ist dieses Ding. Und dann haben wir gleich noch dieses Ding. Nico ist am Start. Und dann in Specimen reingehen. Robchu folgt mir. X-Lights, ja, moin, keine Zeit. Och nee. Gott sei Dank. Okay, Robchu ist wieder weitergezogen. Der hatte wohl nur bei der Kiste was zu tun. Und Counter ist tot. Und Nico hat ihn gefunden. Okay, ich kam gerade von Electrical. Bin ich raus und dann runter Richtung Office, aber von rechts. Also hier unter Storage lang und da halt durch dieses draußen und dann ganz rechts. Wenn man da weiter nach rechts geht, dann. Du kannst die Karte öffnen. Der Body. Ja, ich versuch's jetzt zu erklären. Da ist ja. Also meine Admin-Observation würde sagen, das ist durchaus möglich, dass das genauso passiert ist, wie du es beschreibst. Ja, also quasi unter Laboratory in. Alles klar, Nico ist es. Nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gesehen. Ich habe Connor gesehen. Ich hätte ihn gerne gekillt. Aber ja, Robchu kann es eigentlich nicht sein. Wir waren zusammen. Ja, wer war das, der mir da jetzt. Wer war mir das, der mir jetzt am Ende entgegenkam aus Richtung. Ja, also ich kurz aufgehen. Guck mal, Glaswasser. Du kamst mir entgegen, ne? Ja. Du kamst schon aus der Richtung. Kann schon sein, so wie du es beschreibst. Ja, und? Also, wo kamst du denn her? Ja, ich kam schon so aus der Richtung, aber da war keine Leiche. Wie alt ist denn die Leiche? Hat irgendwer auf Vitals geguckt? Haben wir nicht. Xehan? Ich war nicht auf Vitals, ne. Xehan war auch, Na, wo warst du so, meine ich? Mit bei. Achso. Bei
beim Lights fixen, also wo ich Lights gefixt habe, okay. War ja auch da in der Nähe. Genau, ich stand dahinter und ich war vorher bei O2 und habe die Kanister gemacht, dann habe ich eine hier diesen, na, diese Wetternot gemacht, habe in dem Laboratorium das Äquivalente gemacht und... Ja, das ergibt Sinn, ja. Also Xehan... Also kann eigentlich Nico Xehan clearen und ich kann eigentlich Robjo clearen. Ja, das wird schon Reggie gewesen sein, aber... Gegenseitig clearen. Wieder Reggie ist, glaube ich, nicht. Ja, ist statistisch komisch, aber Among Us interessiert sich nicht für Statistik. Hä? Deine Mutter interessiert sich für Statistik. Statistik ist ja auch scheiße. Statistik ist auch scheiße, ich habe mal nicht studiert. Ja, richtig. Ja, richtig, ey, geil! Mathe-Studenten, Arme hoch. Aber wir können das mal skippen. Ja. Also ich glaube an den Self-Report, ich wollte Robjo. Okay. Ich habe gesagt, diese Runde spiele ich ordentlich und bisher habe ich auch. Nee, Robjo kann nicht eigentlich... Also, ich wüsste nicht, wie er es geschafft haben soll. Es würde mich ja, wundern, wenn... Ich war Shapeshifter, eigentlich war ich sehr nur. Erstmal wieder muten. So, wo muss ich jetzt eigentlich noch... Ah, da muss ich hin. Da muss ich hin. Flup. Und jetzt noch da drüben. Okay. Ach, empty garbage. Ja gut, dann bin ich ja fast fertig. Auch nice. Nico wandert da rein. Schub. Komm, sabotiert. Okay, dann kann ich mich gleich drum kümmern. Dann kann ich mich diesmal gleich drum kümmern. Oh Gott. Alter. Oh mein Gott, wie geht das? Jetzt. Holy shit, bin ich schlecht. Wir sind alle zu viert. Wir sind zu viert. Lasst uns zu viert bleiben, dann ist Reggie. Hä? Lol. Er kann sie einfach porten. Crazy. Wo ist Reggie jetzt hin? Da ist Xehan. Ich bleibe jetzt bei Xehan. Da ist Reggie. Ja, wir sind alle zu fünf. Wo ist denn Xehan jetzt hin? Scheiße. Ach Mist. Reggie kann nichts tun. Was für falsch ist, aber es wirkt schon so, ne? Ja, ich bin fertig mit allem. Müsst ihr noch irgendwas tun? Wollen wir irgendwo hinlaufen? Nicht auf dem Haufen. Nicht auf dem Haufen! Leute. Jetzt laufen die Zahlen mir nach. Was ist das denn? Sind wir alle fertig oder was? Cool. Xehan ist auch wieder am Start. Nice. Oh, okay. Ach, ich wollte Robbe noch killen. Boah. Das habe ich mir gedacht. Da musst du noch voll. Voll die langweilige Runde. Ja, das, ich bin durch die halbe Map gelaufen, war mal bei Vitals, war mal bei Security. Nix. Gar ja, nichts ja. Gesehen. Ich hatte keine Gelegenheit mehr, irgendwie zu killen irgendwie. Ja, mich hättest du treffen müssen, ich war die ganze Zeit alleine. Ja, aufstehen, weitergehen, Krone richten, irgendwie so, nächste Runde, komm, komm. Ja, eine Runde geht noch. Aber Conan ist lieber gemütet und sagt nichts. Gleich los. Nur eine noch. Conan ist gemütet und sagt nichts. Wir vermissen dich. Ja, egal, jetzt muss er ups, ja, eine Runde geht noch. Jawollo! Ich war gemütet, hoppala. Geil, nochmal so. Poster. Hä, wie, du auch? Okay. Ach, Specimen. Nico muss daran, deshalb gibt's... Ach, shit, komm, mach mal gleich. Nico ist wahrscheinlich rechts, dann gehe ich links.
Okay. Ja, komm, dann mach ich jetzt das Tier weiter. Dann gehe ich halt nicht zu Specimen runter. Hat Zeit. Hat alles Zeit. Letztes Mal wurde ich gekillt, dass ich bei der Aufgabe war. Okay. Ach nee. Okay. Eine Leiche? In Sektor 2? Krass. Ob du es glaubst oder nicht. Also, das war in Laboratory ganz. Welche war das, ein Self-Report? Vielleicht. Okay. Also. Das war in Laboratory ganz links. Und zwar, das kann gar nicht so lange her sein. Ich bin eben noch reingegangen. Weil ich da noch eine Wiring-Task hatte und hier noch die eine andere Task da mit dem Schalter einfach. Und als ich zurückkam, da war hier, Counter war schon tot. Also ich war in Security gerade, hab die Kameras angeschaut und ich habe gesehen, dass Rob True einfach irgendwo still rumstand. Ich glaube, das war unten links, ne? Wann stand ich wo rum? Jetzt gerade am Ende. Wo warst du gerade? Weiß ich nicht, ich wurde gerade angeschrien. Ich glaube unten links am Eingang von da O2 Boiler Room da. Nee, ich habe ein Upload gemacht, währenddessen hat mir jemand geschrieben und habe ich kurz geantwortet. War die Upload vorbei, genau, und ich war also im Chat. Deswegen standest du da AFK rum, okay, verstehe. Ja, ich war nicht AFK, ich war am Keyboard, du Sack! Ja. Hast du das hier? Tastatur. Ja, aber wenn der Kill jetzt gerade erst war, dann würde ich da Rob Jewel clear. Nein, das ist ein Bronze Switcher Switch, die ist nicht für uns. Sicher. Ja, von Ducky, du Geringverdiener. immer diese Gratis-Mentalität. Wirklich schlimm. Okay, jetzt wollte ich Robbe. Okay. Dass ich nicht tot bin, verstehe ich nicht. Ich bin doch hier der Böse. der Gute meine ich. Okay, was ist mit Connor? Also ich hätte dich gekillt. Conan, wo warst du? Jetzt zum Schluss. Wo war ich denn zum Schluss? Warte, ich muss kurz mein Zeug durchgehen. Ich war am Anfang in Laboratory. So, dann hätte ich runter zu Specimen Room gehen wollen. Da bin ich nicht hin, weil der Reaktor-Dings losging. Dann bin ich über Electrical runter zu O2. Oh Gott, ich finde Steffen. Wollte ich jetzt zum Schluss hin? Weiß ich schon gar nicht. Kann ich auch nicht sagen, aber doch, Communications, ja, ich muss dieses Minuten-Ding machen. Gott, votet einfach Conan raus, ich kann das nicht mehr hören. Ich wollte gerade sagen, Conan relativ langweilig, also den könnten wir schon rausvoten. Boah, das geht mir so auf den Sack, das war mal also bei O2 haben Conan und ich uns gesehen, das war relativ nah am Ende der Runde. Also wenn der Kill wirklich nah am Ende der Runde gewesen ist, dann waren wir beide nicht wahrscheinlich. Nee, dann wart ihr es auch nicht. Dann war Rob Juice aber auch nicht. Ich war's nicht. Dann könntest du ein Self-Report gewesen sein. Scheiße, ich war das. Du warst das nicht. Hör auf zu lügen. Also okay. Drittes Mal hintereinander Imposter wäre schon crazy. Halte ich auch schon. Oh, vote on Conan, bitte. Und wenn nicht, will er, dass er gleich gekillt wird, wenn er es nicht rausgevotet schafft, weißt du? Also. Ne? Danke, danke, Reggie, danke. Man geht doch. So, Conan, vote mal. Alter. Leute, ey. Der Telefon von Nico, ey. Ich mach nie wieder Task, ey. So, fickt euch. Hoffentlich gewinnt der Impost. Ah, nee, rüber. Hab ich das jetzt ausgelöst oder nicht? Nee, das zählt nicht runter. Ach, scheiße. Also hab ich's nicht schnell genug ausgelöst. So. Ach so, nee, es wurde. Okay. Oh, es ist fertig, Gott sei Dank. Umso besser. Umso besser. So. Okay. Ach, ey, wie oft ich den verfehle. So, jetzt nur noch nach oben. Ach nee, das ist wieder ein Dreier-Ding. Nein!
Ah, hier ist der letzte. Perfekt. Ja, machen wir gleich. Alles easy. Alles easy peasy. Tasks sind durch. Da oben ist schon jemand. Da oben ist Reggie. Und da ist noch niemand, okay. Dann haben sich jetzt Reggie und Robju da drüben getroffen. Ist da jetzt einer tot? Nein, alle leben noch. Ha. Jetzt ist die Frage, ist Nico tot? Oder ist der... Nico ist tot. Ich muss Nikos Leiche finden. Also muss ich nicht, ich könnte auch einfach ein Dings machen, aber ich würde schon gerne wissen, wo. Nein. Ja. Okay. Ich war mit Tasks fertig, hab auf... Oh, Harobchu ist auch tot. Shit. Hab auf... Ja, ich bin tot! Hä? Wann, Moment mal, wann sind denn zwei gestorben? Was? Weiß ich nicht, aber ich habe nur gesehen, dass Nico... Robju muss jetzt erst gestorben sein. What? Ich glaube, ich weiß ich nicht. Aber lass mich kurz ausreden, was ich sagen wollte. Ich bin tot, Ich bin mit meinen Tasks fertig und habe jetzt auf Vitals geguckt, habe gesehen, dass Nico tot ist und habe die Leiche gesucht. Die liegt in Communications. Das muss eigentlich Reggie gewesen sein, weil der war eben noch mit Robju zusammen. Ja. Stimmt. Ich muss aber auch ehrlich sagen, es fehlt nur noch ein Task und das ist meiner und der ist exakt neben Office, also ich würde skippen. Oh, willst du das Risiko eingehen? Ja, es gibt nur noch einen Task, den habe ich und der ist direkt neben dem Office-Table, also den kann ich gleich in einer Sekunde machen. Okay. Ja. Lass mir es drauf ankommen. 100%. Ja, okay. Chemie sind sehr nah. Trust me, I'm an Engineer, wir gewinnen über Tasks. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der, drückt den Button und dann bist du der Imposter. Nico, drück den Knopf! Sag okay. Ich doch. Ja, da konnte ich nichts machen. Julian, wie konntest du nicht sehen, wie er mich gekillt hat? Was? Puh. Oh, nix, gar nix. Tja. Okay. Danke fürs Zuschauen, tschüss! Tschüss. Ja, genau. Ich hatte keinen Bock, drittes Mal Imposter zu werden. Wir schließen so hier ab. Und ja. Danke an allen netten Kommentaren, weil ich so gut gespielt habe. Vielen Dank. Ja. In den letzten Runden war es ein bisschen aufgedreht, weiß ich nicht. Aber ansonsten warst du gut. Ja, das weiß ich. So, das war das Fazit zu sagen. Ja, danke fürs Zuschauen und tschüss. Ich will jetzt aber auch 10 Likes sehen. Hey, Nico, tschüss. Drück.